So, hallöchen und herzlich willkommen hier noch zu einer weiteren Folge Surviving Mars Green Planet DLC hier mit Russland auf dem Olympus Mons. Letzte Folge hatten wir hier schon so ein bisschen den Grundstock gelegt. Wir haben noch keine Leute hier. Wir haben den Sandsturm überstanden. Wir haben sogar gerade durch ein Event hier 10 Kapseln bekommen. Die werde ich jetzt mal hier so landen lassen. 10 Orbitalsonden. Das heißt, wir können schon mal wieder ein bisschen scannen. Freue ich mich drauf. Können wir jetzt direkt rausballern, die Dinger. So, 10 Stück. Und Chaos-Theorie, die Traumrealität, das Morpheus-Projekt für 2000 Piepen, was normal immer hier ganz unten ist. Natürlich ein bisschen Glücksspiel, ja. Kann sein, dass wir jetzt irgendeine wichtige Technologie da ganz unten haben bei 30.000. Aber gerade das macht es doch ein bisschen interessanter, ne? Was mir auch aufgefallen ist, den können wir ja gar nicht bauen. Wir haben keine Polymere. Polymerfabrik haben wir nicht. Müssten wir vielleicht nochmal eine holen. Wir tun jetzt mal gerade, der hat da auch wieder irgendwas gescannt hier, ne? Der ist ganz fleißig. Mikroherstellung. Okay, das heißt, wir haben wieder einen Platz frei. Sehen wir denn hier schon irgendwas Interessantes? Was ist das hier? Low-G-Hydrosynthese. Neues Gebäude, Polymerfabrik. Dann könnten wir die selber bauen. Ich weiß nicht. Wir könnten mal dies einmalig eine Milliarde. Nehmen wir mal das. Einmalig eine Milliarde. So, das andere können wir ja immer und immer wieder machen. Nochmal 10 Stück hier. Sektor scan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We've discovered a magnificent vista at the side of the anomaly. Was? Wir haben am Anomaliestandort einen malerischen Aussichtspunkt entdeckt. Obwohl wir die kühle Pracht des roten Planeten schon so lange beobachten, war die Einsatzleitung von Ehrfurcht ergriffen, als sie die wunderschönen Aufnahmen unseres unerschütterlichen Aufklärungsfahrzeugs sahen. 50 Neubewerber sind auf der Erde verfügbar. Wen interessiert das? Wen interessiert das? Wir gehen jetzt nur direkt hier. Nee. Auf geht's. Ich weiß jetzt nicht, was hier so toll sein soll. Ein paar Felsen. Aber jede Menge hier oben, was wir erforschen können. Und was gibt's da sonst noch? Preis von Maschinenteil erhöht. Okay. Gescannt, fertig. Der funktioniert nicht, weil wir da nur ein Solar-Ding dran haben. Hier oben wieder Beton. Alles nur Beton. Überall Beton. Da sind nochmal Edelmetalle. Die könnten wir dann schon extrahieren gehen. Aber wer düst hier schon rum? Unser Freund, genau. Bob, der Baumeister, sammelt von alleine alles ein. China will eine Handelsroute, gerade nicht. Wir könnten jetzt nochmal eine... Was hier? Die will auch zum Dingens zurück. Da müssten wir aber erstmal die ganzen Drohnen... Kriege ich die alle so alle zusammen? Jawohl. Erneut zuweisen und zwar diesem Kommandozentrum zuweisen. Sonst sind die alle wieder weg. Das wollen wir natürlich nicht. Dann kann die hier nämlich wieder nach Hause... Und wir holen uns mal eine neue mit einer Polymerfabrik, würde ich sagen. Fertigbauten, wo ist sie? Polymerfabrik. So, und dann können wir noch... Brauchen wir noch ganz dringend. Vielleicht einen Stirling-Generator, Treibstoffraffinerie, nein. Feuchtigkeitsvaporatoren. Können wir noch 2 mitnehmen. Und dann haben wir kein Geld mehr. Und dann müssen wir erstmal Geld machen, das kriegen wir ja gleich wieder. Aber das sind halt so Dinge, die wichtig sind, die wir brauchen. Kuppel ist übrigens auch fertig gebaut, habe ich abgeschaltet. Müssen wir später nur mit einem Beton wieder reparieren. Der Lagerraum ist voll. Aber wieso das denn? Though initially fruitless, we recalibrated the operating spectrum for our scans and voila. Die eigenartige chemische Zusammensetzung des Rigolits in der Nähe des Anomaliestandortes hat unsere Datensammlung effektiv verhindert, nachdem wir unsere Scan-Technologie aufgrund unserer neuen Entdeckung umfunktioniert und verbessert haben, wurden wir mit einer unerwarteten Überraschung belohnt. Deckt ein großes Wasservorkommen auf, okay. Wo denn? Hier. Wow. 20.000. Nice. Können wir super anzapfen später. Da geht's hin. Der ist hier im Dauereinsatz, der arme Kleine. Aber okay. So. Die Rakete ist ja, unterwegs zum Mars. Unterwegs zur Erde. Proton und Vysota. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Der ist voll eingestaubt. Der ferngesteuerte Bohrer. Aber ich will jetzt noch nicht so ein großes Lager bauen. Oder sollen wir? Natürlich knallt hier jetzt wieder ein Meteorit hin, weißt du? Genau hier. Wir gucken jetzt mal Betonfabrik. Die kostet wieder Wartung. Produziert Beton und benötigt kein Vorkommen. Verbraucht Treibstoff. Alle Extraktoren verschmutzen Gebäude in der Umgebung mit Staub. Also, den könnten wir bauen, aber wofür? Wofür? Das ist die Frage hier. Wir haben noch eine Treibstoffraffinerie.
Wir müssen jetzt erstmal warten, bis die Dingens da ist, bis die Polymerfabrik da ist. Dann können wir auch noch weiter die Vaporatoren bauen. Moxie müssen wir bauen. Die könnten wir eigentlich... Hier unten ist überall Platz. Überall, das ist das Schöne. Wenn wir die jetzt so hier nebeneinander stellen. So oder so. So können wir die stellen. Zwei Stück sollten reichen. Dann können wir direkt wieder Tanks hier hinstellen. Wasserturm. Sauerstofftanks haben wir da auch große. Nein. Natürlich nicht. Das ist ja wieder Bombe. Hat Ede gut gemacht. 1, 2, 3. So. Kann alles gebaut werden. Strom, dann haben wir auch schon mal Sauerstoff. Wenn denn dann irgendwann mal die ersten richtigen Menschen hier hinkommen. Neue Anomalie gefunden, schon wieder. Wo denn? Ach, direkt vor der Tür. Die holen wir aber erst gleich. So, wir machen jetzt erstmal von oben nach unten, tun wir hier alles scannen und erforschen. Neue Technologie, nicht funktionierendes Gebäude. Ja, ich weiß, das ist wieder oben der Betonextraktor. Disham Maschine hat beinahe einen Meilenstein abgeschlossen. Okay, jetzt brauchen die natürlich noch alle hier ihre... Wo sind sie? Die Rohre. Wir brauchen ein Rohr. Wir müssen ein Rohr verlegen. Es geht nicht anders. Rips und Rips. Dann sind die dran. Die können dann hier so dran. Und so dran. Alles voller Rohre. Alles voller Rohre. So. Wunderbar. Schon sammeln wir auch Sauerstoff. Haben wir Transportoptimierung erforscht. Okay. Zip. Weiter geht's. Wo ist der nächste? Hier. Das große Forschen. Das große Forschen. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach ja, so kann das gehen, so kann das gehen. Geht's hier weiter? Was haben wir hier jetzt? Kompaktes Passagiermodul, das ist mir ehrlich gesagt egal. Drohnendruck. Drohnenfabrik brauchen wir jetzt nicht. Low-G-Turbinen erhöht die Stromerzeugung um 33%. Das hört sich interessant an. Aber wir wollen halt hier weiterkommen, um zu gucken, wann und wo die Moholes und so weiter kommen, so dass wir loslegen können. Und der Weltraumlift, ne? Wie immer, du kennst das ja, wenn du die ersten beiden Staffeln schon gesehen hast. Also ich mache eigentlich immer als erstes Ingenieurswesen und Robotik für Weltraumlift und Mohole. Das heißt, wir machen hier mal weiter. So. Auslagern will ich noch nichts. Wie auch, wir haben nur 20 Millionen Piepen. Die brauchen Metall zur Wartung, die brauchen Metall, alles braucht Metall hier. Die brauchen Maschinenteile, der braucht Metall, der braucht Metall. Ist die Rakete jetzt mal da? Nein, aber dauert nicht mehr lang. Gucken wir gerade hier, der müsste jetzt auch wieder fertig sein. So, komm schon. Wehe, du wirst hier vom Meteoriten getroffen, dann klatscht es. Dann klatscht es, do. Danke. Noch eine Anomalie. Die Komposition of the debris collected from the anomaly site. Ein Geniebewerber ist auf der Erde verfügbar. Oh, ich bin jetzt mal so frech und drück das einfach weg, ja. Weil nach einer gewissen Zeit geht dir das Gelaber von dem Typ auf den Keks. Es geht dir einfach auf den Keks. So, hier gibt es wieder neue Technologien. Vielleicht haben wir ja Glück. Mal schauen, was rauskommt. Wir werden sehen. Ist da oben noch was? Nein, da oben ist was, aber da kommen wir noch nicht hin. Das heißt, als nächstes würde dann hier hinkommen. So, wir haben Sauerstoff, wir haben Wasser, wir haben Energie, wir haben keine Nahrung. Das ist nicht gut. Wir müssen erstmal was hier reinbauen. Frage ist nur was. So, hier lassen wir alles frei, wie gesagt. Anomaly analyzed. Neue Technologie. Marsianische Vegetation, na toll. Warum nicht was Vernünftiges hier? Warum? Warum? So, jetzt kann er wieder runterkommen und hier die Anomalie erforschen. Da hinten war sie. Bitteschön. Haben wir das auch. Sieht gut aus. Der ist jetzt da. Wo ist denn die Nahrung hier? Das war mal ein bisschen Nahrung. Eine Ranch, die ist für draußen. Außenranch. Nicht genug Strom. Wir brauchen Wasser. Und bla bla bla. Das dauert wieder so lange, ne? Jetzt lassen wir die erstmal hier landen. Und dann können wir die Polymerfabrik nämlich bauen.
So, dass wir auch endlich mal die Batterie bauen können und das hier miteinander verbinden. Der ist da verbunden, die sind hier verbunden. Dann könnten wir hier oben eigentlich auch mal Stromkabel legen. Dass der blöde... Machen wir noch einen? Okay, dass der blöde Dingens hier auch mal die Nacht überläuft und nicht immer nur tagsüber. So, ihr holt raus hier. Jawohl. Wir können dann direkt wieder die Fertigdinger bauen. Noch einen Stirling-Generator dran. So, dass es mehr Energie gibt. Was hat man noch? Die Polymerfabrik. Die ist ganz wichtig. Die setzen wir hier so neben. Sagen wir mal so. So wird die gesetzt. Dann können wir der direkt die Rohre geben. Hier. Wo dran? Die braucht... Anomaly analyzed. Ja, die braucht dann auch noch natürlich Stromkabel. Hat sie schon? Glaube ich nicht. Was können wir jetzt? Lagerkomprimierung. Megasatelliten. Was es hier nicht alles gibt. Kapazität von Wasser, Sauerstoff und Strom um 50% erhöht. Das hört sich auch nice an. Aber 3000 und wir haben 200. Das wird jetzt wieder richtig lange dauern. Richtig, richtig lange. Und eigentlich ist die Taktik doch gar nicht so verkehrt, oder? Wenn man erstmal mit den 200 Piepen da, mit den 200 Forschungspunkten, auch wenn es Ewigkeiten dauert, erstmal alle wichtigen Technologien erforscht und sich dann die Leute auf dem Planeten holt, wo sie kaputt gehen. Also ich find's clever. Es wird garantiert auch Leute geben, die sagen, das ist voll lame. Aber schreib mir doch mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich find's clever. So. Muss man natürlich einen langen Atem und Ausdauer haben, aber ich find's in Ordnung. So. Okay. Da ist das Problem. Wir brauchen Arbeiter. Sektor gescannt. Wieder 6000 Wasser. Nice. Der war wo? Da oben. Staubteufel. Nein. Und Forschung da. Mhm. 6. Okay, da können wir noch 7, 8, 9 machen. Darunter. Erstmal hier das alles scannen, wo wir dran kommen, weil da oben kommen wir noch nicht dran. Ich glaube, hier werden wir dann als erstes eine Rampe bauen, dass wir hier hochkommen. Und gucken mal. Rakete schon wieder fertig. Kann ab nach Hause fliegen. Edelmetalle haben wir keine. Was sind wir eigentlich gerade am Erforschen? Low-G-Hochhaus. Okay. Okay, Crowdfunding, guck, das dauert nämlich jetzt schon langsam ein bisschen. Gute Frage, nächste Frage. Warum ist das so schwarz? Das ist echt voll gräulich und nicht, nicht weiß, so wie vorher. Es war doch alles immer so weiß wie hier und nicht so grau. Kann das sein, weil es dreckig ist und sauber gemacht werden muss? Ich bin mir nicht sicher. Aber was soll's. Wir haben ja jetzt hier schon ein schönes Dinge aufgebaut. So, das geht bis hier hinten hin. Das heißt, hier können wir immer weiter die Vaporatoren bauen. Kein Problem. Die beiden würde ich nämlich gerne noch setzen. Ich weiß, die machen weniger, wenn die so nah nebeneinander stehen. Aber das ist mir egal. Das hatten wir schon in der letzten Staffel. Wenn wir die dann noch aufwerten, ja, dann sind das, ich glaube, 0,3 oder so weniger, die sie machen. Das lohnt nicht für den Platz, den du da brauchst. Dann setze ich sie lieber so nah nebeneinander. Und es reicht auch. Wenn wir nur wirklich 100 Kuppeln mit 10.000 Einwohnern haben, dann werden wir, glaube ich, Tausende von den Dingern brauchen. Das wird lustig werden. Boah, wie viel Wasser haben wir eigentlich? 78 gespeichert, wow. Und Sauerstoff? Bedarf 0. Gespeichert 300. Bingo. Kannst du die eigentlich schon wieder ausstellen hier? Brauchst du gar nicht. Ja, ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, gleich Leute zu holen. Ansonsten sind wir noch 10 Jahre hier. So. Mal schauen. Aber ansonsten sieht es gut aus, finde ich. Ja, wir haben jetzt Sauerstoff, wie gesagt, schon angelegt. Wir machen Treibstoff. Wir produzieren Wasser. Wir haben genug Strom mit einer Batterie. Unser Wasserlager sollte sich auffüllen. Hier oben wird Beton gefördert, sofern denn mal unsere Lager nicht voll sind. Wir haben jetzt die Polymerfabrik, auch wenn wir noch keine Arbeiter haben. Das heißt... Nächster Schritt, Nahrung produzieren, paar Gebäude in der Kuppel bauen und Leute ranholen. Sollen wir das jetzt machen oder später? Wer sind eigentlich unsere Mitbewerber hier? Kirche der Neuen Arche, oh Gott. China, unsere Kolonie auf dem Olympus Mons. Aus Brasilien da unten. 12 Einwohner. Brasilien, was ist das hier? City-Satellit starten, kostet Ergebnis zwar 50, 30, 50. Wo soll ich das denn bitte hernehmen?
Die müssen wir uns übrigens auch mal alle angucken. Hier, guck mal, wie viele... Holy moly. 10 Drohnen, 12 Stunden. Das ist doch was für die nächste Folge, oder? Wenn du wissen willst, was da rauskommt, schalt ein. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.